Wir stehen vor der 10. Runde der DPK-Bundesliga. Morgen geht es in der UBC Arena um 16 Uhr gegen den Cashpoint SCR Altach. Bei mir begrüßen darf ich heute Marco Djuricin und Interimstrainer Günther Neukirchner. Günther, ich darf dich gleich bitten, zur Personalsituation etwas zu sagen. Verletzte Spieler und was sich nach dem Salzburg-Spiel getan hat. Ja, die Langzeitverletzten sind eh bekannt. Dazukommen ist der Bisi mit einer Darminfektion. Das ist der einzige Spieler, der zusätzlich morgen ausfallen wird. Du hast die Mannschaft jetzt schon einige Tage unter deinen Fittichen. Welchen Eindruck macht sie aus deiner Sicht? Einen sehr guten. Sehr willig, sehr hohe Leistungsbereitschaft ist vorhanden. Eine gute Stimmung. Ich denke mal, dass im Vergleich zu der Zeit vor eineinhalb Jahren, wie der Trainerwechsel war, kann man das überhaupt nicht vergleichen. Da ist eine intakte Mannschaft vorhanden, wo jeder Ziele hat, der gnadenlos verfolgt. Und okay, natürlich eine junge Mannschaft braucht man auch nicht drin, die ist natürlich ein bisschen unbeständig, aber im Großen und Ganzen ist die Basis vorhanden und der Weg ist, glaube ich, für diese Mannschaft vorgezeichnet. Es kommt am Samstag Altach, der Aufsteiger immer ein bisschen ein Überraschungsei. Sie sind sehr gefährlich durch Standards. Was hast du der Mannschaft am Mittwoch, Donnerstag und heute mitgegeben? Nachdem du schon alles gesagt hast, hast du müssen mit der Mannschaft reden. Okay, Entschuldigung, dann haben wir das jetzt mal vorher sagen müssen. Ja, ist okay. Ja. Also hast du ihnen das mitgegeben? Genau. Ich bitte um eure Fragen. Mit dem Mikrofon bitte. Ich nehme an, man kann davon ausgehen, dass morgen die gleichen 11 Spieler auflaufen werden wie in Vöcklabruck? Jo, aber kann auch, nein, alle Voraussicht noch schon, aber man weiß nie, was bis morgen noch passiert. Wir haben zwar leicht angeschlagene, da hoffe ich aber, dass bis morgen sich die Situation nicht verschlechtert und dann werden wir aller Voraussicht nach mit derselben Formation starten. Wer sind die zwei? Das tut nichts zur Sache. Okay. Jetzt ist es so, dass in Vöcklabruck hat man doch eine andere Formation gesehen, als das zuvor der Fall war. Offenbach und Hadžić waren nicht primär nebeneinander, sondern da war auch fast ein bisschen eine Raute zu erkennen. Ist das prinzipiell von Ihnen die bevorzugte Idee mit der Mannschaft oder war das Austria-Salzburg-spezifisch? Also wir haben gegen Salzburg sicher nicht mit einer Raute gespielt, wir haben mit 2 Sechser gespielt, wobei ich nicht will, dass die 2 Sechser auf einer Linie spielen, das ist alles. Okay. Weil ganz einfach, wenn du ausattackierst und der Gegner ist im Ballbesitz und dann spielt er in die Tiefe, dann sind mit Anschlag 2 Spieler ausgespielt, wie wenn du ein bisschen eine Staffelung im Spiel, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive hast, dann baut man natürlich auch mehr Linien auf und die nicht nur das Spiel nach vorne erleichtern, sondern auch nach hinten. Weitere Fragen an den Trainer? Jetzt hat Sturm aus den letzten 3 Auswärtsspielen 7 Punkte geholt, letzten 3 Heimspiele 1 Punkt, Auswärtsspielen noch die schöne Partie gegen Austria Salzburg, an beide, auch an den Marco. Dann, was sind an und für sich die Gründe, dass das so unterschiedlich ist? Sturm war ja immer eine Heimmacht. Kann ich nicht beurteilen, für das bin ich zu kurz dabei. Was sicher ein Problem war, ist, wenn wir gegen einen tiefstehenden Gegner spielen, dass wir da ein Problem haben. Aber ich glaube, so, auch wenn wir jetzt nur gegen einen Regionalligisten gespielt haben, trotz allem hat sich gezeigt, wenn man den Ball schnell laufen, zirkulieren lässt, von einer Seite auf die andere, wenn man immer wieder den Pass in die Tiefe sucht, dann hat man mit der Ballbesitzphase, die wir dann zustande bringen, hat jeder Gegner Probleme. Weitere Fragen an den Günther? Das Profil würde auf Günther Neukirchner ganz gut passen, das ich heute gelesen habe. Ich habe es nicht gelesen. Okay.
ich habe zwei Fragen. Wie schwer ist es, die erste Frage, wie schwer ist es, eine Mannschaft einzustellen auf ein wichtiges Meisterschaftsspiel, wenn man weiß, nächste Woche wird ein neuer Trainer präsentiert, du bist jetzt also quasi nur, du springst ein, zweimal ein, wie schwer ist das? Also das mit der Trainerdiskussion haben wir ad acta gelegt. Das ist jetzt in der Kabine und am Platz überhaupt kein Thema, weil das einfach zu viel ablenken würde. Das ist eine Geschichte, die wir nicht beeinflussen können. Weder ich als Trainer noch die Spieler. Und da können wir jeden Tag diskutieren darüber, deswegen werden es wir nicht entscheiden. Deswegen haben wir gesagt, das schieben wir beiseite. Wir konzentrieren uns auf das und fokussieren uns auf das, was für uns möglich ist zu beeinflussen. Und das ist das am Platz. Und da denke ich mal, haben wir im Trainerteam versucht, den Gegner so gut wie möglich zu analysieren, damit die Mannschaft eben so vorbereitet ist und nicht auf irgendwelche Überraschungen dann eben morgen trifft, auf die sie eben nicht eingestellt wurde. Ich glaube, es kann uns Alltag, was ihre Art und Weise, wie sie spielen, von der Spielanlage her wird sie uns nicht überraschen können. Die haben viele englische Runden gehabt, die haben auch nicht so Zeit gehabt, dass dann sie beim Training was Neues einfallen lassen haben können. Daher denke ich, wird sie von der Spielanlage her nichts ändern. Das wissen die Spieler. Natürlich weiß man nicht, ob bei der einen oder anderen Standardsituation sie was tut, wobei davor habe ich die Mannschaft gewarnt. Das ist natürlich, da sind sie sehr, sehr gefährlich. Nicht nur, weil sie sehr gut schießen, sondern auch, weil sie mit ihren großen Spielern da sehr energisch in die Zonen reinstürmen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass das, und ob das schwer ist oder leicht ist für mich, das ist auch kein Thema. Wichtig ist die Mannschaft und nicht ob es für mich leicht oder schwer ist. Trotzdem muss ich die Frage stellen, warum lehnst du das so kategorisch ab und von Anfang an? Nein, das kann ich euch gleich beantworten, weil erstens habe ich die Lizenz nicht, dann wäre es eine Übergangslösung bis Winter, dann fängt es wieder zum Suchen an. Das ist ja das. Zweitens war es bis dato nie das Thema für mich, weil mir die Arbeit auch mit dem Markus bei der Amateurmannschaft taugt, weil dort was entsteht. Glaube ich, wo der ganze Verein in Zukunft noch viel Freude haben wird, weil der Unterbau in der Akademie wesentlich besser jetzt ist als teilweise in den vergangenen Jahren. Und entscheidend ist nicht, ob ich dort sitze oder ob ein anderer dort sitzt. Freilich wird es dann irgendeiner werden, aber entscheidend ist eben mit dem Anforderungsprofil, dass der wirklich zur Philosophie dazu passt, weil wir können nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wenn es einen Trainerwechsel gibt, unsere Philosophie ganz oben verändern. Das zieht sich dann durch bis zur Jugend, dann kommt überhaupt keine Kontinuität rein und keine Linie. Und deswegen ist es entscheidend, dass der Trainer mit dem, wie wir im Unterbau arbeiten, eben sich anfreunden kann und dass man da halt dann auf eine Linie einig, die für beide dann letztendlich das Ziel haben, dass auf der einen Seite die Profis erfolgreich sind und auf der anderen Seite die Jungen, die dann nachkommen, auch den Weg leichter in die Kampfmannschaft finden. Bitte schön. Herr Günther, daran anschließend, wie sehen Sie es, wie wichtig ist, dass da auch mal eine Ruhe einkehrt auf dem Trainersektor? Weil in den vergangenen Jahren war doch ein stetes Kommen und Gehen bei Sturm. Ja, da gebe ich dir recht. Das, was natürlich keiner vorhersehen hat können, ist, dass das Angebot vom Dacker kommt. Das war ja in der Form nicht geplant. Das ist ja für den Verein überraschend. Aber auch da muss man natürlich in Zukunft lernen daraus, wenn ein Trainer verpflichtet wird, der eine Klausel drinnen hat, die zu einer oder Ausstiegsklausel in seinem Vertrag drinnen hat, dann muss man natürlich gewappnet sein und vielleicht schon im Vorfeld sich mit dem möglichen Kandidaten gleich einigen, ob der aus dem eigenen Stall kommt oder vielleicht hat man zwei, drei andere, die man im Blickfeld hat, weil wenn was passiert, dass man nicht quasi bei Null anfangen muss. Wenn es noch eine gibt zum Spiel, noch eine Frage. Sonst wechseln wir bitte.
Marco, bei dir hat es am Dienstag sehr gut funktioniert mit 3 Toren. Wie gut wird es morgen funktionieren? Was hat euch der Günther mitgegeben? Das kann ich jetzt nicht verraten, aber das Trainerteam hat uns auf jeden Fall wieder gut vorbereitet, gut eingestellt. Ich glaube, am Dienstag haben wir das schon sehr gut gemacht. War zwar nur eine Regionalligamannschaft, aber muss man auch einmal 5 Tore machen und schöne Szenen herausspielen. Das haben wir super gemacht. Und ja, jetzt geht es aber gegen Altach und da wird es ein schwieriges Spiel, weil das erste Spiel haben wir gesehen, wie schwierig das war. Die stellen sich wahrscheinlich wieder sehr weit zurück und ja, auf das müssen wir vorbereitet sein. Jetzt hat der Trainer gesagt, der Trainer sollte kein Thema sein in der Kabine, auch nicht am Platz. Aber spielt vielleicht auch mit, dass man sich dem möglichen neuen Kandidaten möglichst gut präsentieren möchte? Naja, ich muss sagen, ich habe gelernt damals aus meiner Zeit in Berlin, mich interessiert das überhaupt nicht. Ich bin jetzt froh, dass wir jetzt so ein Trainerteam haben. Wie der Trainer schon gesagt hat, sie können es leider nicht weitermachen, aber so ist das. Und ja, trotzdem interessiert mich jetzt nicht, wer jetzt als neuer Trainer kommt. Wir müssen sowieso hinnehmen, ich kann das nicht entscheiden. Und ich denke, der Herr Goldbrich und das Präsidium werden eine gute Entscheidung bringen. Ich bitte um eure Fragen zum morgigen Spiel. Wenn es welche gibt. Alles gesagt. Dankeschön. Die Heimbilanz war ganz kurz Thema. Auch du hast von deinen 11 Toren bis jetzt nur, unter Anführungszeichen, 3 daheim geschossen, wenn ich mir etwas erzählt habe. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Kannst du dir das irgendwie erklären? Ist daheim einfach der Druck ein bisschen größer? Nein, ich denke nicht. Ich denke, wir können alle, wir wissen, wo wir spielen. Wir wissen, dass Sturm Graz ein großer Verein ist und daheim fast jedes Spiel gewinnen will. Das sollte auch unser Anspruch sein, aber ja, es ist halt ein bisschen immer schwieriger. Wir wollen das Spiel immer machen. Wir haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ein paar Spiele schon, aber irgendwie fahren wir dann immer wieder Konter ein, was nicht passieren sollte. Und so haben wir dann die Spiele verloren. Aber ja, wir können jetzt da nicht wegschauen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Müssen wir daheim besser spielen und sollen wir mal am Samstag damit anfangen. Weitere Fragen an den Marco? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich fürs Kommen. Alles Gute für morgen.